Hallöchen zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir sind wieder hier zusammen mit dem dunklen Volke. Und ja, wir beginnen gerade wieder ein wenig die Krieger der Herrschaften hier zu dezimieren. Und so langsam muss ich mir tatsächlich Gedanken um meinen einsamen Dieb hier machen, denn der wird so langsam aber sicher hier echt gefährdet. Dann sollte ich ein wenig zur Seite ziehen, dass der auch noch irgendwie halbwegs überlebt. Ich glaube, hier am Strand, da sollte nicht viel passieren, da können wir den eigentlich mal hinsetzen. Beziehungsweise hier haben sie auch noch nicht. Oh, hier haben sie noch gar nicht alles eingenommen. Na egal, hier wird er sicherer stehen als irgendwo anders. So. Mit denen hier tut sich nichts. Kommt hier noch irgendjemand, ist jetzt die Frage. Hier sind natürlich sehr wenig Leute jetzt hier gerade. Ah, halt. Oh, sehr schön. Zwei unbewachte Gärtner, das ist ja natürlich sehr geil. So, wir müssen uns trotzdem kurz zurückziehen, denn jetzt kommen die Herrschaften schon wieder. Ja. Oh ja, jetzt geht's natürlich richtig bitter. Jetzt verlieren wir richtig. Au. Kacke. Jetzt bin ich voll in die Schlacht reingeraten hier. Voll in die gesamten Einheitentrupp. So, müssen unsere Leute irgendwie da durchbuxieren. So, jetzt geht's zu Grund, Freunde. Ach, na herrlich, da verlieren wir auch schon wieder alles, was wir haben. Ach, scheiße. Mit meinen mickrigen Einheiten kommen sie doch niemals gegen an. Nee, ich wollte eigentlich nur die verletzen, aber wir sind anscheinend wieder alle tot gewesen. Ich hätte einen Priester mitnehmen sollen ins Team. Na, schaffen sie es irgendwie? Zumindest überleben sie. So. Zumindest überlebt die Mehrzahl irgendwie. Boah, aber das ist echt schlimm. Wie die austeilen. Dieses dunkle Volk ist sowas von ätzend. Wir haben jetzt zwar wieder einige vernichtet, aber auch von uns wieder so viele Leute verloren. Und da kommt schon wieder unser Trupp. Nee, das wird nichts. Das wird doch nie was. Was soll denn das? Wieso kommen da so viele? Scheiße, was. Okay, wir brauchen unsere Priester hier hinten, um hier irgendwie das... Oh, ja, ist klar. Verarscht mich doch nicht, ey. Drecksäcke. So, die kann ich ganz vergessen. Die brauche ich jetzt überhaupt nicht. Die kann ich voll in der Pfeife rauchen. Wir brauchen jetzt nur die Leute, die noch irgendwie halbwegs kämpfen können. Oh, und jetzt verfangen die sich auch noch da in der Ecke. Das kann es doch nicht sein. So. Alles andere drauf da. Halt, hier bitte einmal frieren. So, und alles drauf da. Kann doch alles nicht wahr sein, ey. So nicht, ihr Scheißer. Drecksäcke. Jetzt habe ich schon wieder 50 Einheiten verloren oder so. Meine Fresse. Das ist echt... Ich finde die so ätzend. Dieses dunkle Volk ist sowas das Schlimmste, was es echt gibt. Weil die halt auch auf so kleinem Raum ihre ganzen Truppen verteilt haben. Und ich lasse die Priester jetzt einfach hier drin. Das geht nicht ohne. So. Unsere ganzen verletzten Einheiten müssen wir hier irgendwie runterschicken. Wo ist denn der ganze Trupp verletzte Einheiten? Oh Gott, nee. Immerhin ein paar konnte ich retten. Ich dachte schon, ich verliere sie wieder alle. Es geht ja sogar noch. So. Wie sieht's denn aus? Na gut, Waffen haben wir ganz gut da. Und keine Leute mehr da, die uns Krieger, die zu Krieger werden können. Das dauert aber auch ewig hier, Leute. Dass ihr diese blöden Türme hier aufgekloppt habt. Na gut, es kommen jetzt zumindest ein paar Geschichten hier ran. Ich glaube, ich brauche noch eine Axt. Bin ich mir recht sicher. Ja, brauche ich. Na super, ein Geologe hat Eisen gefunden. Hurra! Und ein bisschen Kohle auch noch. Komm, dann bauen wir hier noch eine Kohlemine, wenn es hier doch noch Kohle gibt. Hier gibt es auch noch Kohle. Sollte ich echt mal... einen von den Gärtnern vielleicht abstellen.
Ach, hier ist noch ein Dieb. Ach, ich hatte hier zwei Diebe. Aha. Okay. Mal gut. Von mir aus. Zwei Diebe. Ist auch okay. Retten wir einen trotzdem. Eine Axt fehlt. Ja, das war ja zu erwarten. So. Dann gucken wir mal. Wenn wir von den Herrschaften hier einbunkern können. Irgendwie einquartieren. So. Ist hier noch ein Turm. Und daneben auch noch ein Turm. Und hier hinter auch noch ein Turm. So, dann haben wir erstmal vier. Und die kommen hier ja auch schon wieder. Die wollen so langsam sich hier echt voll ausbreiten. Und hier sind die Schwertkämpfer. Die Axtkämpfer. Na gut. So, wir brauchen jetzt hier wieder ein paar Leute. Wie sieht's denn aus mit den Waffenschmieden? Na gut. Auf geht's, Freunde. Ich möchte euch schmieden sehen. Es ist schon wieder keine Kohle mehr bei den Schmieden hier. Aber naja, was soll's. Es ist ja, wie es ist. Irgendwo gibt es immer ein paar kleine Probleme. Ach, wenn ich nur irgendwie da durchstoßen könnte. Ah, das ist auch echt eine prekäre Situation hier. Also das Schöne ist natürlich, die Rohstoffe kommen jetzt so schnell hier an Laden. Und die Bauarbeiter tun einfach nur nichts. Die stehen hier immer nur rum. Wieso kommt da keiner hin? Müssen sie wieder die Bauarbeiter von den entferntesten Orten nehmen, ne? Mhm. Ist ja klar. Haben wir ja alle kein Problem mit. So, Lazarett ist auch schon fertig. Da müsste eigentlich mal so langsam Bauarbeiter einfach nochmal hinmarschieren. Aber immerhin, der Turm hier wird schon gebaut. Das ist gut. Dann machen wir hier auch noch einen. In dem passt leider keiner mehr. Schade. Aber dafür haben wir ja noch den Holzfäller, dass der uns hier noch ein bisschen Platz macht. Tja, wäre ja ganz schön, wenn wir das hier noch irgendwie kriegen. Das sieht aber auch aus hier. 17 Leute, alle voll verletzt. Und von denen hier haben wir... Das ist ein bisschen mau irgendwie. Finde ich ein bisschen mickrig. Aber die nächsten Leute kommen nach. Ja, sieht doch schön aus hier. Ne? Hier steht sogar noch ein einzelner Baum rum, den sie nicht verwandelt haben. Auweia. Ach, hier breiten sie sich auch schon wieder aus. Was sollen sie mal machen? Hier können sie gerne sich ausbreiten. Hier haben wir ja auch unsere Leute. Ich schaue mir das erstmal alles wieder weg. Und was ist das hier oben? Hier oben haben sie aber auch schon lange nichts mehr gemacht, ne? Ah, da kommen sie. Da kommen sie. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit die sich vorwagen. Ob sie bis in unser Gebiet reinlaufen. Und dann von uns zerschnetzelt werden. Alle hoffentlich werden sie zerschnetzelt. Wenn nicht, wäre das nämlich auch wieder total blöd. So. Jetzt haben wir nicht mehr so wahnsinnig viele Schwertkämpfer. Naja, was soll's. Haha, ist ja scheißegal. Ich bin mal echt gespannt, wie weit die sich vorwagen. Hier sind hoffentlich keine Krieger mehr. Na, sonst hätten sie sich auch mehr ausgebreitet hier. Denke ich mal. Kann unseren Dieb ja noch ein bisschen weiter hier näher ranschicken. So. Den Turm lassen wir erstmal kurz. Je nachdem, wie weit die sich hier noch vorwagen. Priester haben wir alle noch hier. Mhm, das ist schön. Boah, das ist ja eine Riesenmannschaft hier. Da bin ich mal gespannt. Das wird echt eine heikle Geschichte. So. Den Priester lassen wir hier mal stehen. Warten mal, was passiert, ob sie in unsere Reichweite reinlaufen. Uiuiui. Ah, sehen wir hier, ne? Für Schwertkämpfer ist gar nicht mehr Platz. Ist gar keiner mehr da. Bin ich mal gespannt. Ach, jetzt ziehen sie sich alle zurück. Das reicht denen jetzt plötzlich. Das reicht denen jetzt plötzlich wieder. Hier, die haben sie jetzt auch eingenommen, die Ecke. Das reicht denen jetzt also wieder plötzlich. So, ich muss nur hier aufpassen, dass sie nicht hier auch wieder kommen. Genau bis zu unserer Grenze. Viel weiter wollen sie nicht. Okay. Gut zu wissen. Dann, ist das wohl so. So, Leute, hier noch schön alle heilen. Damit wir hier auch gut versorgt sind.
Das sieht doch alles ganz gut aus jetzt. Die paar mickrigen Einheiten, jetzt 10 Bogenschützen mehr haben wir hier nicht mehr. Das ist ja auch ein bisschen sehr traurig. Ein paar Leute hier kommen noch nach, ein paar rücken noch nach. Ja, unsere ganzen Bogenschützen können erstmal rein. Ich glaube, dann kann ich eigentlich kann ich die Leute von hier hinten rausholen erstmal. Weil die hier brauche ich. Ja, vor allem die Leute in dem Turm hier brauche ich überhaupt nicht. So. Die können wir später immer noch. Ist noch ein Priester? Wieso ist da noch ein Priester? Na gut. Lass mal die mal da. So, die alle raus. Dann können die noch alle hier reinlaufen. Und da rein. So. Haben wir erstmal aufgefüllt, die Türme. So, und dann können wir bestimmt auch noch. Noch einen Turm bauen? Nein? Das finde ich jetzt aber blöd. Ja, ihr habt jetzt erstmal genug geschaufelt. Ihr könnt euch jetzt verziehen. Ihr kommt hier runter wieder. Lauft ihr? Ich habe gesagt, ihr sollt euch verziehen. Ja, jetzt geht's. Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht hinhaut. Das ist eine sehr mysteriöse Angelegenheit. Egal, was soll's. Wir kriegen das trotzdem irgendwie schon hin. Wir werden die Leute hier noch rüber schicken. Dann wollte ich ihn eigentlich immer noch mal irgendwann. Ach komm, wir machen uns einfach so einen ganz normalen Planierer. Nicht Planierer, sondern einen. Der sich hier nämlich der Kohle annimmt. Und wir hier schon viel Kohle kriegen, ja, die Kohle produziert nichts mehr. Die hier eigentlich auch nicht, aber wir lassen die einfach mal stehen, weil wir haben jetzt die Erfahrung, dass da trotzdem noch was kommen könnte. So, der soll hier das Holz alles wegholzen, das ist gut. Dann können wir hier nämlich noch einen Turm bauen. Und wir müssen echt gucken, wie wir da eine gute Armee durchziehen können. Wo waren denn unsere Diebe? Hier waren unsere Späher sozusagen. Unser Spähtrupp. Mhm, das funktioniert alles. Oh, hier sind ja schon richtig ausgebildete Wege. Der Transport hier scheint also sehr gut zu laufen. Ich glaube, hier brauchen wir noch ein Forsthaus. Dann können wir hier auch noch einen weiteren Holzfäller hier so mittendrin bauen. Wie viele Förster haben wir denn? 4 Stück. Ich glaube, hier unten können noch ein Holzfäller hin. Oder? Da Förster, da Förster, da Förster. Ah, hier noch ein Holzfäller, komm. Ah, da sind sie wieder. Sehr schön. Und sie werden beschossen von unserem Turm. Sehr gut, das gefällt mir so sehr. Und ich bin doch mal gerade ein bisschen verängstigt und möchte die... Ach, die können da ja gar nicht rein. Scheiße, weil ich da zwei andere Herrschaften habe. Aber zum Glück kommen jetzt nicht so viele. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich die hier einfriere. Und die anderen hier alle reinschicke. Ach, was macht ihr denn hier? Oh oh, jetzt geht's richtig rund. Jetzt geht's richtig rund, Freunde. Jetzt müssen wir hier... Jetzt kommt's auf alles an. Jetzt kommen sie aber mit allem, was sie haben hier. Ah, das wirkt natürlich... Ach so, ja, das war auch der falsche Zauber. Scheiße. Ich muss die alle im Kreis laufen lassen. Völlig verwirrt. Ach du Heiliger. Sind das viele. So, lauft alle verwirrt im Kreis und verstört. Wir müssen euch alle irgendwie plattwalzen. Ich weiß noch nicht wie. Ja, euch muss ich retten. Und die anderen laufen auch weiterhin verwirrt im Kreis. Bitteschön. Lauft alle verwirrt im Kreis. Oh, scheiße. Nein, ein Priester ist verschütt gegangen. Wo ist der Priester? Wieso stirbt er gerade weg? Er soll nicht wegsterben, bitte. Da gehen uns aber ziemlich viele Leute gerade drauf. So. Eieiei.
Da war der nächste Priester. Okay, wir werden mal versuchen, unsere Leute hier noch zu retten und die hier mit in den Kampf reinzuschießen. Und ich glaube, das wird jetzt gerade eine Schlacht auf Leben und Tod hier. Oh, sehr schön. Die hier kämpfen noch fleißig mit. Wir haben jetzt leider keinen Priester mehr hier hinten. Das ist ein bisschen blöd. Und wir haben gesehen, einen Turm haben wir schon verloren. Aber noch sieht das hier ganz passabel aus. Denn ich glaube, jetzt haben sie gleich nur noch Fernkämpfer. Und auf jeden Fall verlieren sie ziemlich viele Truppen. Das finde ich schon mal sehr gut. Sehr gut. Wenn sie nicht alle Türme hier einnehmen können, dann soll das schon mal gar nicht so schlecht sein. So, und die hier ziehen wir noch ein bisschen... Ah, falsche Taste. Ein bisschen zurück. Dass die uns nicht hier auch gleich noch drauf gehen. Ah, zweiten Turm haben sie vernichtet. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir... Die letzten... Wo waren die denn hin? Ach, die wollen hier in der Ecke noch ein bisschen... was machen. So, gucken wir mal, wie weit die das noch schaffen. Auf jeden Fall sind sie, ich glaube, mit so ziemlich allem, was sie haben, angekommen. Das heißt, wenn, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich bald eine Chance, da durchzustechen. Sehr schön. So. Ja, unsere letzten Bogenschützen halten sie irgendwie noch auf. Irgendwie. Wie ist dann noch die Frage? Aber sie schaffen es. Sie zumindest so weit aufzuhalten, dass sie möglicherweise hier... Na komm. Schaffst du es irgendwie noch rein? Ja, sauber! Haben sie echt noch geschafft. Unglaublich. Sie haben es noch geschafft, die hier zu vernichten. Und den Turm noch zu behalten. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein paar Leute umschnetzeln. Freunde, das ist aber auch ganz bitter hier. Beziehungsweise hier die Verletzten, die halten sich noch zurück. Die müssen wir noch ein bisschen zurückhalten. So, ja, die breiten sich jetzt hier nur ein bisschen aus, das ist okay. Und ihr lauft am besten hier unten hin, wo euch nicht viel passieren kann. Jetzt bin ich aber echt gleich mal gespannt. Also, wir haben jetzt sogar mehr Truppen als das dunkle Volk. Das heißt, im Endeffekt können wir hier sogar ziemlich gut... Was für bescheuerte Wege lauft ihr denn? Können wir jetzt ziemlich gut gleich eine offensive Attacke starten. Wir brauchen allerdings noch ein paar Priester. Ja, die brauchen wir. Das heißt, ich werde jetzt mal hier noch einen weiteren großen Tempel bauen, denn unser erster produziert ja nicht mehr. Und zudem die ja von hier irgendwie noch einen Priester mitnehmen... Hat man nicht noch andere Priester irgendwo? Nein, gut, einen können wir von hier uns auch gönnen. Dann schnappen wir uns und nehmen den hier mit rüber. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Turm. Ja, jetzt wisst ihr nicht mehr wohin, ne? Ja, hier, der breitet sich noch aus. Aber der soll sich da, kann sich ruhig ausbreiten. Sehr schön. Kommen die mal langsam zurück oder wollen die dann noch länger machen? So, ich glaube, wenn jetzt eine Chance wäre, da durchzustechen, dann jetzt. Ich werde mal hier einen unserer Diebe hier hochholen. Wir haben aber jetzt... Das Problem ist leider, wir haben auch keine Truppen mehr. Das ist jetzt ein bisschen bekloppt. Das ist ein bisschen doof irgendwie. Dass wir auch keine Truppen mehr haben. Aber was will man machen, ne? So ist das Leben halt. So, und ich bin jetzt echt dafür, dass wir die... Kohleproduktion wie Goldschmelze ein bisschen zurückstellen. Das geht so echt nicht mehr. Wie weit wollen die sich denn noch ausbreiten hier? Es ist doch bald ist mal Schluss, Freunde. So langsam ist ja mal echt vorbei hier. Zieht euch mal wieder in euer eigenes Land zurück. Und wir beenden jetzt die Folge. Und Zeit ist schon wieder rum. Boah, und das war ja ein ganz schöner Kampf, muss ich sagen. Da gingen ja richtig Truppen bei drauf. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und, ja, wir sehen uns bald wieder. Macht es gut.